Wir tauchen heute in die Geheimnisse einer vielfach ausgezeichneten Brauerei. Und mit tauchen meine ich hoffentlich trinken, denn wir stehen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Biertanks der Brauerei Faust in Miltenberg. Johannes Faust, diese Aussicht ist der Wahnsinn. Was kann man hier alles entdecken? Ganz Miltenberg. Angefangen von unserem alten Eisweiher, über die schöne Burg mit ihrem Burgfried, über die Altstadt mit der Jakobuskirche, das Mainknie von Miltenberg mit einem tollen Blick eben nach Miltenberg noch drüber. Ich glaube, so einen Blick gibt es kein zweites Mal in Miltenberg. Da muss ich dir absolut recht geben, dieser Ausblick ist einfach einzigartig. Ich komme selbst auch aus Kurfranken und das habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber mir stellt sich die ganze Zeit die Frage, wie viel Bier braucht denn eigentlich eine Genussregion wie Kurfranken, um im Jahr versorgt zu werden? Gut, wenn wir die Einwohner von Kurfranken nehmen und den durchschnittlichen Bierverbrauch pro Kopf hinterlegen, dann kommt man auf ungefähr 13, 14 Millionen Liter, die man dafür bräuchte, um ganz Kurfranken komplett zu versorgen. Oder so wird auch Kurfranken versorgt, denn der Konsum ist ja da. Dann wollen wir doch gar keine Zeit verlieren und schauen uns den Herstellungsprozess direkt mal an. Gelandet bin ich direkt im Gärkeller. Der Geruch ist sehr intensiv, aber ich darf direkt Hand anlegen und zwar mit diesem wunderschönen Schöpflöffel hier. Damit kann ich nämlich die Gräuse abschöpfen und damit nimmt man dem Bier die kratzige Bittere. Also, wollen wir mal, oder? So, vom Gärkeller in den Reifekeller. Ich zwinge heute mein erstes Mal und schau mal, ob es hier bekömmlich ist. Ja. Na dann, Prost! Und in dieser wunderschönen Schatzkapelle treffe ich mich auch noch mal mit Johannes Faust. Welchen besonderen Schatz kannst du mir denn hier empfehlen? Ja, das ist das Auswandererbier. Das Auswandererbier geht auf unsere Vorfahren zurück, die hier einen Schatz gefunden haben. Und mit diesem Geld konnten sie nach Amerika auswandern, konnten drüben eine Brauerei aufbauen, die tatsächlich dann in der Mitte des 20. Jahrhunderts die zweitgrößte Brauerei der Welt war. Und hier brauen wir unsere Schätze und lagern unsere Schätze, die im Holzfass reifen, über 4 Monate, 12 Monate lang teilweise. Das sind unsere Schätze heute. Und ein Schatz davon ist eben das Auswandererbier. Und das probieren wir jetzt mal. Prost! Das ist lecker. Sehr gut. Vielen Dank fürs Gespräch und wir sehen uns das nächste Mal wieder.